Meine Damen und Herren, für die Bürgerinitiative der Verbandsgemeinde Maikammer möchte ich Ihnen ganz kurz als allererstes meinen Dank aussprechen, dass Sie heute in so großer Zahl hier erschienen sind. Ich möchte mich ganz kurz bei den Organisatoren bedanken, die das möglich gemacht haben heute. Und ich muss ganz klar sagen, meine lieben Freunde, ich mache das kurz. Mich erinnert das sehr stark an einen Slogan aus dem letzten Bundestagswahlkampf von der SPD. Da stand drauf, dieses Land kann mehr. Liebe Freunde, das ist nicht richtig. Dieses Land könnte mehr, aber unsere Politik kann es nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Man hätte sich, meine Damen und Herren, mal bei den Verbandsgemeinden umsehen müssen, wenn 7 Verwaltungen zu den 20 günstigsten in Rheinland-Pfalz gehören und diese 7 Verwaltungen alles Verbandsgemeindeverwaltungen mit weniger als 10.000 Einwohnern sind, dann muss man sich darüber mal Gedanken machen und muss sagen, da schauen wir mal genau hin, was da läuft. Und nicht sagen, da werden Ressourcen verschwendet. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, was da läuft. Da werden Investitionen mit Sinn und Verstand getätigt. Da werden keine Luftschlösser gebaut und auch keine Schlösser renoviert. Das kann ich Ihnen versprechen. Und wer sich dann im Zuge der nächsten Landtagswahl 40% plus X auf die Fahnen schreibt, meine Damen und Herren, der kann den Willen des Volkes nicht so mit Füßen treten. Das muss auch klar sein. Liebe Freunde, aus diesem Grunde sage ich ganz klar, hören Sie und schauen Sie genau hin, wie sich für die nächste Landtagswahl im Zuge der Kommunalgebietsreform die Parteien positionieren und wie ihre Aussagen dazu sind. Vielen Dank.